Ja, wir haben am Wort die Sozialsprecherin der FPÖ, Dagmar Belakovic. Das ist kein neues Problem. Seit dem Jahr 2011 hat die damalige Regierung zunächst unter dem SPÖ-Minister Hundsdorfer, dann unter dem SPÖ-Minister Stöger ein Lohn- und Sozialdumpinggesetz gebastelt. Und bis heute wissen wir, dass dieses Lohn- und Sozialdumpinggesetz eben nicht funktioniert. Und es funktioniert aus vielen Gründen nicht. Einer der Gründe, das hast du jetzt ganz zum Schluss erwähnt, ist die Tatsache, dass wir ja gar nicht wissen, wer ist denn in den Heimatländern überhaupt sozial versichert. Dann nützen sie die Europäische Arbeitsbehörde auch nichts, wenn wir dann sehen, er ist vielleicht in Polen sozial versichert. Das ist ja dennoch ein Wettbewerbsvorteil für genau diese Firmen, die aus dem Osten kommen, weil dort die Beiträge viel niedriger sind. Das heißt, dass die billiger arbeiten können, dieses Problem bleibt auch weiterhin bestehen. Arbeitsbehörde hin, Arbeitsbehörde her. Und das alles hat noch ein weiteres, denn eines plant die EU-Kommission natürlich auch. Sie möchte das europäische Arbeitslosengeld. Und genau da werden wir nicht dabei sein. Aber ganz prinzipiell verstehe ich jetzt nicht ganz, warum wir hier heute eine Anfragebeantwortung haben zu einer Anfrage, die wirklich gut beantwortet ist. Das macht man allgemein dann, wenn Anfragen nicht gut beantwortet sind. Das zeigt, diese Anfragenbeantwortung mit den Zahlen aus den beiden Jahren 2016 und 2017, zeigt in Wahrheit das Versagen des damaligen Sozialministers aus. Das können Sie ja nicht der jetzigen Sozialministerin umhängen, bitteschön. 2016 und 2017 war der Herr Stöger der Sozialminister. Und dass genau diese Probleme unter Stöger nicht angegangen worden sind, das liegt hier jetzt schwarz auf weiß am Tisch, weil der Sozialminister Stöger den Kopf in den Sand gesetzt hat und gar nichts mehr gemacht hat. Das, was 2011 begonnen wurde, immer wieder versucht wurde zu reparieren, ist dann halt gar nicht mehr gemacht worden. Und deswegen haben wir genau diese Zahlen, die wir hier haben. Und die Entsenderichtlinie. Wenn du das schon kritisierst, Beppo, dann sage ich dir schon auch, im Jänner 2017 hat die damalige Bundesregierung sich dazu bekannt, noch einmal durchzustarten. Es war der damalige Sozialminister, der gesagt hat, er wird in der EU dafür Sorge tragen, dass die Entsenderichtlinie repariert wird, weil Österreich diesem Druck nicht standhalten kann, weil wir Zielland Nummer eins sind. Vor allem auch aufgrund unserer geografischen Lage. Bis heute hat er das Gespräch nicht geführt, er hat keinen Brief geschrieben, gar nichts. Es war ein reines Lippenbekenntnis, es ist nichts in dem Bereich passiert. Also sich jetzt hier herzustellen, zu sagen, die neue Bundesregierung ist an allem schuld, das stimmt ja einfach so nicht. Das kann ja so gar nicht stimmen. Jetzt ist es notwendig und daher auch danke an die Sozialministerin, dass man jetzt innerhalb dieser Europäischen Union endlich auch versucht, hier eine Änderung herbeizuführen, dass man auch darauf hinweist, dass Österreich einen enormen Druck hat aus dieser Entsenderichtlinie und die Entsendungen nehmen ja laufend zu in unser Land hinein. Das ist ein ganz großes Problem, vor dem wir stehen und daher braucht es hier natürlich auch genauso viel Personal, um das kontrollieren zu können. Aber, und da komme ich jetzt zur neuen Kollegin, die das eingebracht hat, Frau Hochstetter-Lackner, Entschuldigung. Wenn Sie hier eine mündliche Anfragebeantwortung machen und kritisieren, dass es zu wenig Personal gibt, dann müssen Sie das bitte an den Finanzminister machen. Für die Finanzpolizei, die in den letzten Jahren, und zwar seit dem Jahr 2011, unter widrigen Umständen hier wirklich sehr, sehr viel geleistet hat. Und da muss man wirklich auch einmal Danke sagen für den kleinen Personalstand, den die gehabt haben und über die vielen, vielen Aufgaben, die das Sozialministerium diesem kleinen Team immer wieder umgehängt hat. Aber wenn Sie das jetzt kritisieren, für den Personalstand im Finanzministerium, der Finanzpolizei zuständig ist, der Finanzminister, da haben Sie ja völlig falsche Adresse gegeben. Sie können doch nicht erwarten, dass eine Sozialministerin über den Personalstand Bescheid weiß und über die Pläne Bescheid weiß. Das ist doch vollkommen falsch, was Sie hier machen. Sie verwechseln hier ein bisschen Birnen mit Äpfeln. Ja, wir haben ein großes Problem im Bereich von Lohn- und Sozialdumping und vor allem in Österreich haben wir dieses Problem. Ja, und es ist auch richtig, in den letzten Jahren, seit dem Jahr 2011, wurde in Österreich alles in diesem Bereich versäumt, was es zum Versäumen gegeben hat. Das ist nämlich nicht nur Lohn- und Sozialdumping, das ist auch der Problemfaktor mit den ganzen Scheinfirmen, die wir in Österreich haben. Auch da hat die Vorgängerregierung überhaupt gar nichts gemacht. Das sind Probleme, die sind bekannt seit vielen, vielen Jahren. Nichts ist passiert. Jetzt haben wir eine neue Regierung, eine neue Ministerin, die sich bemüht, hier endlich eine Lösung aufzubringen. Und jetzt kommen Sie her und kritisieren mit den Zahlen, die unter Ihrem Sozialminister stattgefunden haben. Meine Damen und Herren von der SPÖ,
diese Anfragebeantwortung ist eigentlich ein Eigentor. Zu Wort gemeldet. So wie auch Ihr Vorredner von der ÖVP ortet Dagmar Bilakovic, Sozialsprecherin der FPÖ, ein Verfehlen des ehemaligen Sozialministers Alois Stöger.